So, Fekir darf jetzt T anfangen. Da bin ich mal gespannt, was die Kölner Jungs hier gegen Aces ausrichten können. Ob sie da besser aussehen als Maus. So, immerhin geht sie auch direkt live. Jo, Twitch jetzt auf jeden Fall down gerade. So, Fekir. Defensiver Aufbau, spotten überall ein bisschen ab. Oh, gut, den Flash. Oh, schön heißt der Headshot von Asimo. Kommt da auf jeden Fall auch noch zwei Ansagen. Oh, man sieht ja echt drauf. Oh, schöne Flash. Oh, krass, wie sehr einfach ummähen am B. Gillian bedankt sich da auch für das Horn, was er da gefangen hat. Kirby da auch am Schlitz. Trifft jetzt gleich auf zwei. Hat einen gesehen, den zweiten glaube ich auch. Scheint auch Support zu haben. Ne, Simon geboostet. Schöner Shot von Mantis und dann macht er auch beide. Schöner Pistol von Faculty, schönes skill-lastige Pistol auf jeden Fall. Gute Headshots. I've got some skills in Spain. Ah. Guter Asmo kann das scheint ein bisschen Spanisch. Tja, schon mal ein guter Start für Faculty. Besser als vorhin bei Maus. Hust, hust. So, natürlich spielt man hier auch Inferno. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das hier auch die erste, ob das die erste Begegnung ist von Faculty Aces oder ob die auch schon mal aufeinander getroffen sind. Müsste jetzt mal nachgucken, aber. So, B ist auf jeden Fall schon gestorben. Und dort geht's auch hin. Aces macht keine Anstalten, irgendwie rüberzuschieben. Okay, jetzt Wiss am Schieben. Auch interessant, wie Fackel dir immer einen vorschickt. Das Pre-Fire war überhaupt nicht gut. So, Seitengang wieder offensiv gedeckt. Wieder im Doppel dort. Mit Disruptor und erstmal. Ja, gut, auch das Eck direkt gecheckt von Gillian, aber das ist einfach keine Chance. Sollte man das auf jeden Fall in Equipped Drones. Boah, krass. Boah, wie da keiner hinguckt. Boah, zum Glück bleibt Mantis dann am Spot. Ja, also wenn man Retake fährt, braucht man auf jeden Fall einigermaßen gute Flashes hier drüber. Das ist auf jeden Fall auch eine Aufgabe, eine Aufgabe für die CTs in Zukunft. Da gute Flashes für einen Retake zu finden. Und so spontan. Ja, außer hier einfach drüber flashen, fällt mir jetzt hier nichts ein. Ja, vielleicht irgendwie von weiter hinten, damit es so halbwegs silent kommt. Also da muss man sich auf jeden Fall was überlegen. Denn sonst hat man da als CT, wenn man da rausfährt, relativ wenig Chancen. Richtung B. Wieder ist nur einer dort. Wieder ist der Rest am Großen. Simon deckt da auch nach hinten. So, jetzt der Go. Dizzy ist sogar mit Block vorgeschickt. Boah. Krasse Shots von Torpe. Holt er die Überzahl raus. Trotzdem gut HP bei Faculty. Wird knapp. Zumal die Waffen gar nicht so stark sind. Boah, aber Simon klärt da mit seiner MP7. Uiuiui. Knappe, knappe Runde. Zum Glück waren es da keine AKs, die man hatte.
Sonst wäre das sehr, sehr gefährlich geworden. Jetzt natürlich die AKs am Start, aber auch bei Aces M4. Immer so übel, da am Spot zu faken. So ein Torp und Drift gehen da am Decken. Ich habe mal Frag von Asmo, aber auch direkt der Refrag. Das ist Maus vorhin leider nicht geschafft hat. Faculty schon Gang eingenommen. Ghost macht da einen auf Kerrigan, immer wieder am Spotten, zieht sich defensiv. Aber vier Leute von Aces am Großen. Jetzt holen jetzt auch mit der Kontrolle. Der Mantis mit einer Smoke. Das ist ein großer Sand. Nicht mehr so schlecht. Jetzt der Go raus. Boah, Aces steht aber richtig gut. Macht da alle Frags. Faculty nicht mehr irgendwie Schaden ausgeteilt. Kirby letzter gegen 3, gegen 4. Keine Chance da bei ihm. Wenn er danach einen macht, wäre es gut, aber krass, schön gedeckt von Aces, gut verschoben auch. Direkter Action, glaube ich, zu zweit gewesen. Also spielen schon sehr aggressiv, muss man sagen, die Spanier. Ja, scheiß Chat immer noch down. Mann, Mann, Mann. Den Nades. Ja, das ist auch so ein Standard-Move mittlerweile, glaube ich. Einfach mal Nades mit runter anlegen. Hast halt, kannst du als T auch relativ wenig machen. Sei denn, du hast Topspawn oder so. So, Osmo immer auch alleine eine Banane. Die sie zusammen mit Simon immer im Haus nehmen. Asmo jetzt auf B gestorben. Also wenn er da keinen Frag setzt, dann ist es halt schlecht. Kommt halt auch kein Refrag und nichts. Jetzt hat man die noch größere Unterzahl. Geht jetzt zusammen über Action und Haus Simon. Equipment ist sogar noch am Start. Jetzt spielt Ace richtig def. So, da gibt es eine Fläche großen Sand. Und auch Simon springt auf das Geländer. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber alle Freaks fallen auf einmal. Schöner Go. Boah, krass. Alter, wie konnten sie den Go bitte machen? Ja, durchbringen. Da müssen ja alle Aces-Spieler irgendwie blind gewesen sein. Gab es hier eine Fläche auf Spot? Hier eine. Sehr weird. Also 5 gegen 3 abgegeben. Wahnsinn. Weil der große Sandkastenspieler darf, glaube ich, auch nicht wirklich da rechts immer langlaufen. Also hier nach links strafen. Weil rechts natürlich auch schwierig ist. Aber ich finde es auf jeden Fall falsch, als T hier raufzuspringen, weil in der Sekunde, wo du hier springst und noch landest, kannst du halt nicht gescheit schießen. Wenn dann der CT rumzieht, macht er dich eigentlich in der Regel. Trotzdem, gut Runde gespielt noch von Faculty. Allerdings ein bisschen unverständlich, dass Ace nicht die Runde gemacht hat. So, erstmal wieder angelegt am B. Boah, man ersetzt da den Frag. Oh, wieder Refrag. Also warum er da nach dem einen nicht weggeht? Ah, ich weiß nicht. Man meistens zu Frag Guy. Ich meine, wenn er da nicht stirbt, hat man die 5 gegen 4 Situation. Sonst so ist es nur 4 gegen 4. Ich meine, klar haben die T's eigentlich immer noch den Vorteil. Trotzdem spielt es sich natürlich viel angenehmer. So, den Fake könnte sogar gehört worden sein. Aber diese kann den Frag am B setzen. Der zweite Spieler auch noch angesagt. Der zielt auch noch mit Pistol an. Mantis hinterher.
kann die machen. Schön B eingenommen. Ist zwar eine Eco, trotzdem gut gespielt. So, Wiz saved seine Max 7. Ghost kommt tatsächlich noch an die AK ran. Die hätte man vielleicht auch eher abdecken sollen. Safe auf jeden Fall. Und Faculty. Sterben sie hier? Terrorists win. So, 5-1 Führung. Aber Aces Stärken lagen. Ja gut, CT haben sie dann auch aufgedreht. Also sind es zumindest gewöhnt, hinten zu liegen. Frisst direkt die Nade. Aber macht doch immer wieder dasselbe. Immer wieder da aggressiv, Banane. Zieht jetzt vor und wieder stirbt er. Ja, verstehe ich nicht. Also da hat Maus, muss man sagen, besser gespielt. Wobei ich jetzt nicht genau aufgepasst habe, ob da Asmo noch eine Flash bekommen hat. Da wo Kirby jetzt steht, dass da eine drüber kommt. Und dann Asmo rumzieht. Aber wenn schon, denn schon, finde ich, sollte man das sowieso zu zweit spielen, weil wenn der da oben stirbt, kein Frag macht, dann kann halt auch kein Refrag kommen. Also so eine B-Einnahme würde ich dann schon eher zu zweit oben spielen und einer halt hinten, der dann flasht. Finde ich angenehmer. So, Faculty House von. Es gefällt mir auch, dass sie viel über Gang machen. Das hat Maus zum Beispiel gar nicht gemacht. Haben dann viel über Mitte probiert, viel Has, so. Aber wirklich mal Gang zu dritt, so wie es Faculty jetzt hier macht. So, rausgesmoked, der Go, Simon. Oh, hat da Probleme, aber der Spieler fällt. Auf Spot müssen sie aufpassen, Mitte. Schön Spot gestorben. Has tot und letzte, auch bekannt, Torpe in der Action. Gut weggeflasht wurden. Boah, kriegt nochmal einen Strafe-Shot auf 5 HP runter. Das muss die 6. Runde sein. Er geht auch safe und hat keine Chance mehr, die Runde zu drehen. Faculty weiß es auch. Ah, leider läuft da keiner rein. Wie sehen alle aus, move? Also alle hier, zack, zack. Dizzy ist da unten, ne. Also die Waffe kriegt Torpe durch. So, Nip ist immer noch nicht live, das gefällt mir doch. So, bei dem anderen Spiel Curse gegen FM Toxic konnte Curse die Pistol gewinnen. 1-0 steht's dort. So, gibt's jetzt eine Flash? Ja, da gab's eine. So, aber wieder dieses ekelhafte Auto. Zack. Also das muss man echt aufpassen als Team, merkt's euch. Wenn ihr da hochgucken seid, immer an dem Auto da gucken. So ekelhaft, dass da einer hockt. Kennt man so schlecht. Boah, krasser Headshot. Durch die Smoke, glaube ich, predicted. Boah, jetzt geben sie ernsthaft die Pistole, die Eco ab. Die Anti-Eco. Simon gegen 3. Boah, schöner Headshot. Aber jetzt kann er es sogar noch machen. Er hat viel HP, kann offensiv legen. Oh, Driftgun zieht rum. Jetzt zieht rum. Nice. Sehr stark. Und Torpe weiß, wo er ist ungefähr. Weil er dreht sich weg oder vielleicht. Aber Simon, er trifft nicht. Oh, er macht die nur low. Oh, wenn er da ein bisschen aufhört zu bratzen, sondern ein bisschen mehr aimt, ein bisschen mehr bürstet oder Einzelfeuer macht, dann gibt er ihm auf jeden Fall Gesicht. Er hat sich weggedreht, er hatte alle Chancen der Welt, in den Headshot zu setzen. In den Rücken rein. Schade, Simon macht die Runde nochmal knapp. Trotzdem schöne Eco von
Aces. Zweite Runde overall. Viz mit Ave. Fickle, die kann auf jeden Fall kaufen. Schauen, ob Asmo wieder das gleiche macht. Und läuft er wieder rein. Wieder fängt er eine Nade. Mantis Mitte Viz gemacht, die Ave geholt. Oben links. So, Asmo schönes Pre-Aim. Weil er wieder drauf ist. Das zweite Mal, dass er so den Fleck bekommen hat. So, jetzt auch die Flashes. Jetzt zieht Asmo nach. Nein, leider Teamflecht. Noch eine. Schön. Nice. Gute B-Einnahme. Schöne Frags. Gillian ist zwar da mit Ave, aber schön weggesmoked. Mitte fuckt auch noch Dizzy ab. Beziehungsweise wird von hinten kommen. Na, Asmo einfach mit Balls of Steel dagegen gegangen. Gillian Headshot gemacht und Disruptor holt auch den in der Mitte. Also Aces. Runde gewonnen, Runde verloren und das heißt in der Regel Eco. Weil Torpe könnte eine legen, wenn nicht sogar zwei. Aber er wird ja maximal P250 für seine Mates legen. Huch. Also ich hasse diesen Schlitz dort. Schöne Einnahmen von den CDs. Boah, das ist so riskant. Also ich hasse sowas. Das ist so wenig Raum dort. Da hat man als T so Probleme, wenn die CDs da runterfahren. Da kann man einfach nicht gescheit abdecken zu, mit mehreren Personen. So, sind jetzt aber groß drauf. Problem ist, sie haben zwei Waffen. Schicken einen sogar noch über Haus. Sehr guter Move. Sie haben Fackel, die damit rechnet, stehen aber ganz gut. Sieht man im großen Sand am Dildo. Sehr entscheidende Position. Oh, sogar ein Molly bei Dizzy. Sehr schön. Will ich sowieso in Zukunft mehr sehen von den Teams, von den Terrors. Kostet ja nur noch 500 für die. Oh, Timing Pech. Aber Dizzy hilft aus. Sag mal, Gegenflecht, die sitzt gut. Die lädt das Ganze natürlich auch. So, jetzt nur noch Ghost. Hat auch kein Kit. Die Bombe tickt sowieso schon relativ zügig. Scrobert auch 20 Sekunden. Aber bei die Uhr, der Timer stimmt halt immer auch überhaupt nicht. Ach, das ist die Ich schaff's nicht. Eigentlich müsste man noch eine Uhrzeit einbauen können, wie lange die Bombe noch tickt. Ach, das ist die normale Rundenzeit da oben. Natürlich Asmo wieder mit seinem Move oben an den Holzstapel. Aces spielt es aber diesmal defensiv. Diesmal kriegt auch Faculty die Frags kassiert. Wie blind ist denn Ghost da gewesen? So, Asmo macht da wirklich gar nichts. Der gammelt die ganze Zeit. Könnt's gut denn gerne Asmo-Posi nennen. Also da führt es sich heimisch. Und ich hole jetzt auch hin. Diese Drecks Imbau-Posi. Aber B ist frei, vielleicht fahrlässig gehandelt von Aces. Sehr, sehr knappe Runde. HP-technisch eigentlich keiner wirklich im Vorteil. Boah, der CD hat angerannt, wollte da die Runde entscheiden, hat es aber direkt abgebrochen. Flash in Hof, die saß gut. Und oh, diese Move, die sogar relativ gut aus. Ist man am Spot. Posi bekannt. Oh, in den ersten Sätzen, die Smoke hilft ihm enorm. Hilft ihm richtig viel. Boah, er kriegt den. Oh, schade, Mann. Das ist deine zweite nach Macht, krass. Der Typ hat auch das Kit. Und das geht locker aus. Dritte CT-Runde. Trotzdem spielt Faculty hier ganz gut. Wobei sie diesmal mit halt nicht gut aussahen. Diesmal haben sie es halt umgestellt, glaube ich. B war sonst immer offensiv und groß war defensiv. Diesmal waren es
waren sie B-defensiv und Mitte-aggressiv. Hat auf jeden Fall besser geklappt. So, Kürs mit der Führung 5-1 gegen FM Toxic. Twitch-Chat anscheinend immer noch down. Jetzt trauen sie sich wieder was, Banane, aber Faculty schon oben rippen. Oh, wie ass offensiv ist gerade. Oh, ob Kirby da den Steps gehört hat? Oh, er hört sie, er hört sie, er hört sie. Hat sie gehört? Er move durch, mal schauen, wofür er sich entscheidet. Warum Mantis da stirbt, frage ich mich aber auch. Oh, nice. So, direkt der nächste vielleicht. Schade. So, wo ist der Action-Spieler? Er muss weiter vor, er muss weiter vor. Flächensand. Ach, schade. Also, die Flächen sind auch irgendwie so random. Irgendwie. Also, wenn die nicht perfekt kommen, dann haben die fast keinen Effekt. Kann man sich auch noch drüber streiten, ob die Flächen vielleicht zu schwach sind. Alter, was ein Todeskampf da von dir, Siebeneck. Es hat aber auch richtig lang gebraucht, um wieder Headshot zu geben. Also es ist auch echt schwer, da hinter dieser Kiste oder was immer das sein soll. Spanier halten sich aber im Spiel. 4 Runden jetzt overall. Faculty hat trotzdem noch Geld. ...6-1-Kurs. Nexus AL spielt auch. Da führt AL mit 4-2. So, Asasmo. Immer derjenige, der die HEs aber auch frisst. Oh Mann, ist damit die Refakes. Diesmal waren es wieder offensiv. Hat sich wieder nicht ausgezahlt. Das Drop, da fällt auf, dass er auch immer alleine dann noch bleibt. Oh Mann, das ist einfach mit Gas da am Seitengang. Also es wirkt teilweise wie ein Gather oder so. Sie dann einfach vorrennen. Einfach offensiv mit Gas. Einfach W drücken. Und rein da. So was sieht man bei Maus zum Beispiel nicht. Sie versuchen das alles sehr, sehr, sehr viel kontrollierter zu spielen. Was zurzeit leider noch nicht klappt, aber im Prinzip eigentlich der bessere Spielstil, vielleicht nicht, aber der bessere Stil zum Erfolg ist. Ja, jetzt ist nochmal mit einer Eco. Faculty dann schon zweistellig. Oh, bitte Push. Oh, geht auf. Asmo muss nach hinten aufpassen, sieht dann Schatten. Das hilft von Mitte. Erstmal auch von hinten. Banane. Schön aufgeräumt. Was, da kennen sie auch nichts. Da warten sie nicht falsch mit. Sie rennen halt einfach direkt rein. Ich meine, sie haben den Skill dazu, um direkt Headshot zu geben. Weiß nicht, sie haben auch das Teamplay anscheinend dazu. Sie kommen auch damit ganz gut klar, wenn die CDs pushen. Also sie wissen da auch schon ganz gut Bescheid, was sie dagegen machen sollen. Von der Seite klappt es auf jeden Fall gut. Wenn man da die Absprache hat, wenn man da die Ahnung hat, wer da was zu machen hat, dann warum nicht? Hä? Sieht der den? Achso, wollte schon sagen. Der ist da hinter diesem komischen Eck. So, die Flash von hinten. Sehr gutes Timing aber auch von Aces. Oh Mann, das ist blind. Mates schieben nach. Das Faculty fackelt auch nicht lange. Ist noch eine Minute, also gerade mal 45 Sekunden gespielt. Und spielen jetzt schon den B-Go. Haben aber auch gutes Timing erwischt. Ich glaube, die CDs sind blind. Ah, vielleicht nicht ganz blind. Nicht blind genug. Kirby stirbt da auch. 5 Runde nochmal am Ende für die Spanier. 10-5, aber trotzdem eine ganz nette, ansehnliche Halbzeit von Faculty. Starke Einzelaktion. Ace ist vielleicht nicht ganz gut am B gespielt, teilweise dann aber auch umgestellt. Also die Halbzeit geht auf jeden Fall in Ordnung von beiden Seiten.
Cursed sind davon 6-1. Und Alexis hat aufgeschlossen, 3-4 nur noch. So, mal schauen, was Fack die eine Pistol machen kann. Glockenrush oder was? Problem B. Zusammen mit Mantis. Zum Glück da gut aus der Situation rausgekommen. Keinen Schaden gefangen. Hey, wie lange da die Glocke angeschossen wird, ist ja krass. Ach, die Decoy ist Mitte hoch. Jetzt 4 Mann vor B versammelt. Mantis mit Gegenfläche, Kirby. Keine. Hatte vielleicht schon eine HE oder so. Flash. Liebt's. Eigentlich nochmal flächen. Lol, auf das Dach? Hä? Was ist das denn für der Gegenflash? Ist die so geplant? Was ist das denn? Ja, gar kein Land hier in der Pistole. Einfach aufs Dach? Huh. Du läufst halt hier so, siehst die Fläche, drehst dich halt weg. Also ich hatte die Fläche schon mal gesehen, hier gegen die Ecke, die dann in den Hof fliegt. Die fand ich besser. Also die scheint hier jetzt wirklich überhaupt nichts gebracht zu haben. Wenn die zweimal dieselbe werfen, ist auch gar nicht so gut. Eigentlich ist es besser, immer eine irgendwie vor die T's oder halt vor den Gegner und dann, wenn er sich umdreht, dann noch eine hinter den Gegner. Dann ist so die perfekte Flash-Kombi. Ich glaube, die Eco startet schon mal ganz gut mit einem First Check und Simon im Haus. Ansonsten Ace ist eher mittig versammelt. Ach, schade, hätten sie vielleicht lieber kommen lassen sollen. Sie hat auch den Step gehört, Rest verschiebt rüber. Boah. Schaden hat man auf jeden Fall gemacht. Die sich rechnet da immer echt noch mit jemand anderem. Also die zwei Low-HP-Spiele, da hätten ruhig noch gut den Gern fallen können. Ja, das ist so schlecht mit dem Twitch-Chat. Die muss auf jeden Fall noch einmal sparen. Das ist klar. So, man hat eine kleine B-Falle mit 4 Mann. Simon allein am A. Vielleicht könnte das aufgehen. Ah, oh, Ace sollte da umdrehen. Haben das jetzt auch gecheckt. Sehr gut reagiert. Oh, schlecht gemacht von Viz. Darf er nicht sterben.
Gutes Gas von Aces, sind jetzt direkt schon Action durch. Simon steht da noch. Oh, der spielt echt noch die Deagle. Das wundert mich ein bisschen. Oh. Oh, schön. Oh, das können sie gar nicht holen, 2-2. Bombe noch nicht gelegt. Schöne Gegend. Vielleicht ein Kirby über Haus. Schöner Laufweg von ihm. Oh, Sandkasten gehört haben. Oh, krasser Shot von Ghost. Hat ihn anscheinend gesehen oben auf dem Radar. Oder halt einen kleinen Pixel. Ich glaube, Mantis hat kurzzeitig überlegt, die Waffe zu safen. Und dann hat er realisiert, dass es nur eine Galil ist. Schade. Boah, fast alle kaputt gemacht. Trotzdem schöne Eco. ...10-8. Jetzt aber Waffen am Start. Facebook geschrieben? Ich glaube nicht. Nope. Ja, egal. Hau ich die Keys halt irgendwie anders raus. War auch schlecht von mir, vorhin zu sagen, dass ich offline gehe. Netter Boost bei Faculty. B spielt einer allein. Erstmal hat er aber keinen Support. Also steht er komplett alleine. Da steht nicht mal einer auf Refrag in der Action. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz. Also macht jeder gerade sein eigenes Ding. So, Fake Decoy von Asmo. Oh, richtig gute Nades. Nein, und er schießt. Oh, oh, bitter, 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 bitter. So, jetzt der Goal behält. Okay, Mantis war da gerade am B. Zum Glück steht Simon. Die sieben Haus um. Schöner, wichtiger Frag, sonst wäre Sand eingenommen und dann wäre es richtig bitter geworden. Ganz, ganz starker Frag von Disruptor. Auch wenn es nur einer in der Runde ist. Ja, er hat sogar zwei gemacht. Also starke Runde von ihm auf jeden Fall. Trotzdem verstehe ich es nicht, warum er das dann nicht doppelt da über Action oder... Heißt nicht, dass er noch so ein Backup-Spieler am kleinen Sand ist oder so. Dass man Asmo komplett alleine lässt. Hat man ja eben gesehen. Also wenn da Flashes kommen, dann kann er halt nichts machen. Wobei, wenn er nicht geschossen hätte... Weiß ich gerade nicht, ob sie da hochgeguckt hätten, aber trotzdem. Ohne Support so einen Move zu spielen, finde ich immer nicht so gut. Boah, schön durchgezogen. Es war eine Eco, aber trotzdem gut genascht. Komm schon, Kirby, holen wir. Ah. Da muss Asmo hin. Trotzdem, so hält man eine Eco auf. Mantis auch mit Topspawn direkt sich für die AWP entschieden. Mal schauen. Baut er in der Mitte auf. Ja, Torpe an vorderster Front. Oh, schnell gut gegen Awe. Gute Smoke zieht sich jetzt zurück, direkt zurück, aber auch gute Nades, Banane schon. Kirby. Oh, man spielt zu dritt am B. Netter Move. Asmo auch noch dort. Das zahlt sich vielleicht sogar aus.
sind auf jeden Fall noch zu dritt versammelt. Jetzt die sie rübergeschoben. Und das Hester am Spotten. Die sie wieder am Schieben. Einer ist schon Hof. Hallo? Passt da mal Hof auf. Anscheinend wissen sie das nicht. Krass. Da stehen sie schon so zu. Ey. Wie kann denn einer Hof durchkommen? Sehr, sehr strange. Jetzt 3 gegen 3 Situation, auch wenn Ace da gut angeschlagen ist. Eigentlich auf jeden Fall der Vorteil bei ihnen. Eine Banane, 2 hinten Spot. Und Fekki komplett über Base. So, da kam auch irgendwie keine Fläche. Ist jetzt erst einen noch an Hof. Boah. Da hat man sich. Braucht man irgendwie auch zu lange, um dann so ein Retake zu fahren mit seinem, mit dem Equipment, was man noch hat. Boah, schön ausgetänzt von der Gillian. Schön gespielt dann. Ja, verdiente Runde für Aces. Weiß nicht, was da los war am B, warum der da durchschleichen konnte. Ungesehen. War eigentlich Asmus Job, würde ich mal meinen. Ich weiß auch nicht, was der da, wo der da hingeguckt hat. Klar, zu diesem Holzstapel oder so. Die hat keine. Keine Waffen, aber schöner Move davon erstmal in der Mitte mit der Smoke über Bande. Dass sie schneller explodiert. Schön geblitzt von Liz. Sehr gut. Kirby Banane oben mit Max 7. Und Simon schon Haus durch. Boah, blödes Timing jetzt bei ihm. Ah, bitte. Ich hasse sowas, wenn man da runter geht, da nichts ist und dann noch ein T so verspätet und ankommt. Kann ich immer nicht nachvollziehen, sowas. Boah. Schön in die Fresse von. LOL! Was waren das für Duels? Schöne Frags und Mantis. Kirby leider schon low HP, sonst hätte ich sie ihm fast sogar noch zugetraut. Beide Sandkasten. Auf die Entfernung kann er da auch nichts machen mit Mac 7, außer ein Headshot. Gut. Kann man mal machen. Kann man mal machen. So, jetzt wieder Waffen am Start. Asmo diesmal derjenige mit Ava. Also sie wird auch durchgereicht. Krass. Toxic scheinbar ihre gute Form heute schon wieder abgelegt. 3 Terrorrunden nur geholt. Liegen 3 zu 12 zurück. Schön predicted von Asmo. Gut auch am Anfang weggedreht. Schön gespielt. B wird auch relativ aggro wieder gedeckt. Die sie da in der Position von Trouble quasi. Weil ziehen sich schon sehr, sehr, sehr früh zurück defensiv. Kommt gleich auf Asmo an. Gegen vielleicht jetzt vom Timing, glaube ich. Ja, Witz ist da blind. So, B wird eingenommen. Oh, der Smoke. Boah, er sieht ihn nicht, er sieht ihn nicht, er sieht ihn nicht. Mit der Rippen schon eingenommen. Oh, jetzt wollte ich gerade über switchen. Ich habe gerade die 1 gedrückt. Boah, das wird ein B-Split, das wird ein B-Split. Dann fängt dich der nicht gut. Base durch, Kirby. 1-2. Boah, schade, den dritten hätte ich ihm noch gegönnt. Aber Simon steht, Tour und Tour rausgespielt. Warum wir jetzt erst auf Spot noch nicht gelegt? Das gibt Fekti natürlich viel, viel, viel Zeit, um zu verschieben. Ah, die Nates ist gar nicht. Man hat 4 Flashes. Jetzt mal bitte die einsetzen. Schön über Kreuz gelaufen. Nice. Schöner Retake. Auch wenn ich nicht ganz genau verstehe, warum, wenn sich kein T zeigt, warum man da nicht immer hinflecht irgendwie. Man hat doch das Equipment, wobei es immer so ein. Aber hier hat man eigentlich relativ gut gute Chancen. Wenn man hier steht, der tötet einen NT eigentlich nicht immer direkt. Wenn man hier so hinter dieser
Titel steht. Einfach nochmal Y-Flächen. Keine Ahnung. Würde ich auf jeden Fall tun. Schwierig, aber auf jeden Fall guter Retake, gut über Kreuz gelaufen. Von daher vom Laufweg war es alles in Ordnung. 13-10. So, es ist wieder mit Eco. Oh, die Nade vom Timing auch wieder sehr, sehr schön. Was ein Move da mit der Smoke. Das finde ich sowieso noch sowas, was man viel häufiger sehen wird wahrscheinlich, dass man sich einfach eine Wand bastelt, quasi eine Wand da hinsetzt mit einer Smoke. Ah, schön über Kreuz. Keine Chance dabei, ist es. Boah, schön jetzt schon von Torpe. Und Simon, mit dem letzten 14-10 die Führung für Faculty zwei Runden noch und die haben das Spiel in der Tasche und waren sich damit vielleicht sogar noch Chancen auf die Top 4. Schau mal eben. Stehen zurzeit auf dem 5. Rang. Okay, haben aber gut Abstand zu Virtus. Oh, das wird knapp. Wenn sie das Spiel gewinnen, haben sie 18 Punkte. Fehlen immer noch 3. Da muss Virtus schon nochmal passen, verlieren. Beziehungsweise ESC hat auch nur 21. Also NiP, dass NiP noch einholbar ist, bezweifle ich. Very Games wahrscheinlich auch nicht mehr. Schon wieder so eine Fläche aufs Dach. So, beide B-Spieler blind. Boah, den Namen wahrscheinlich gesehen. So, und jetzt einfach mal Dev, sehr gut. Großen passiert gerade auch nichts, da steht man defensiv. Sonst einfach die Überzahl rausspielen, da wird man danach gesmoked. Gibt dann natürlich auch noch viel Zeit. Ach, schön gespielt von dem T da direkt durch. Kriegt sogar der Headshot. Sehr schön gespielt von Wiss, gefällt mir. Wie er die Situation da gehandelt hat. Boah, aber Kirby da aus dem Spawn-Eck. Keine Chance bei Aces. Ghost letzte Bombe, glaube ich, aber auch irgendwo down. Und der sie will safen, oder? Ja, also 20 Sekunden. Ja, der saved auf jeden Fall. Und somit fackelt die schon mal mit dem Draw. Bei Anix AL. Anix ist mit der Führung 10-7. Auch nicht schlecht. Wenn meine ganzen Tipps heute wieder für den Arsch sein. Ghost holt sich da tatsächlich noch 2. So viel Geld hat Aces auf jeden Fall auch nicht. Somit umso wichtiger, dass Ghost da die Waffe durchgesaved hat. Wobei, er hat halt kein Geld bekommen. Ah, von daher was. Ah, gut. Legen konnte er somit nicht, aber zumindest haben sie jetzt noch eine AK mehr. Oh, Faculty fällt auf seinen eigenen Move rein, oder was? Oh, Mantis. Oh, ey. Also da, wenn man da vorgeht, darf man auf jeden Fall nicht vorschleichen, weil dann macht der T wahrscheinlich den Frag. Von daher war es gut gemacht. Wenn man davor schlägt, dann passiert das, was Asmo vorhin die ganze Zeit gemacht hat, nämlich Headshot geben. Weil er einfach den Schatten eher sieht. Aber wenn dann der CT so random vorkommt, so einfach vorgast, über das Auto springt noch und so, dann sitzt das Pre-Aim einfach nicht mehr gut vom Terror. Trotzdem 1 gegen 1, Mantis kann jetzt das Spiel schon entscheiden und er moved gut aus. Gillian hat er keine Ahnung, dass er über Action kommt. Vermutet ihn ein ganzer Test. Warum auch immer. Jetzt was gepickt. Jetzt Posi klar. Oh, und der Gillian macht ihn. Bitter, bitter, bitter. Mantis hätte hier das Spiel schon beenden können. So, die Fläche am B. Also, das ist ein neuer Trend, oder was? Fläche ist auf Dächer zu werfen.
Okay, na klar, es ist. Er flecht halt drauf, damit sein Mate direkt rumziehen kann damit. Sein Mate ist dann halt nicht blind, weil er drunter steht und die TS müssen blind sein. Die Frage ist, wie blind sie davon sind. Wie blind sie davon werden. Oh, Mantis ist mal im A. Okay, Faculty mit Eco. Das heißt Eco. Kirby mit Weste. Schöne Flash von hinten. Gegenflash. In den Hof. Man hat das noch Mitte eingemacht. Und Bombe steht aber. Oh, einer beat durch. Base meine ich. Wer ist denn noch am Seitengang? Kirby, ich brauche eine nette Mosi. Lass uns jetzt ein. Oh, Kirby hat leider keinen mehr gemacht. Nein, da muss Kirby einen machen. Dann haben sie die Runde vielleicht gewonnen. Wobei, Mann, das kommt noch über Base. Hat noch eine HE. Zwei Spieler richtig low. Schön, jetzt Nate. Seitengang, die könnte sitzen sogar. Oh, schon 10 Schaden gemacht. Was geht dort auf hinter dir? Alter, dreh dich doch mal um. Könnte auch so eine typische Situation sein, dass man es verrafft hat, wie viele noch leben. So, Faculty hat wieder Geld. 12 Runden hat Aces schon. Faculty braucht noch eine, dann haben sie das Spiel gewonnen. Bitte lass es hier nicht noch in der Overtime kommen. Sehr stark. Oh, dann kommt er sogar weg. Gut gemacht. Asmo wäre auch direkt schon da gewesen. Ah, steht man wirklich immer unglaublich defensiv. Also wenn Aces da einfach mal Mitte einnehmen würde, immer hätten sie so viel Raum. Und jetzt wieder der Bego. Oh, da gibt's gut Schaden. Viel zu viel Schaden. Gute Smoke auch davon. Aces, da ist eine Ruine. Die beiden Spieler können da nichts machen. Die Bombe kommt aber sehr, sehr, sehr spät. Das gibt Faculty natürlich wieder Zeit, um zu schieben. Wird jetzt erst gelegt und jetzt ist die Smoke weg. Also, eigentlich gar nicht so gut gemacht. Bombe war da viel zu weit weg. Trotzdem kicken sie den Frag. Da könnte man tatsächlich, das sieht gar nicht so gut aus bei Faculty. Eine Nate könnte hier so viel Schaden machen. So, eine Flash noch. Oh. Falsches Eck. Sandkasten. Hof, meine ich. Asmo hat kein Kit. Er hat kein Kit. Oh, und es liegt auch nirgendwo eins. Das ist die nächste Runde für Aces. 13 zu 15. Meine Herren. Nicht, dass es hier wieder so ein Spiel wird wie gegen FM Toxic, wo sie, glaube ich, auch schon das Draw hatten und dann noch das Spiel in der Overtime abgegeben haben. Da werden Erinnerungen wach. Ah, ein Eco muss man noch einlegen. Danach ist man zwar gut equipped. Ey, was ein Krimi schon wieder. Fallen hier zwei so knappe Spiele heute von deutscher Seite aus. Beide gegen die Aces. Boah, ist er da durchgekommen? Schöne HE aber auch gegen Disruptor. Gut drauf spekuliert, dass er da Hausmeister wieder rauskommt. Wow. Schöne Flash von hinten. Also das ist zum Beispiel auch sowas, was man, glaube ich, nutzen sollte, um die Rippen besser zu decken. So
Typen, der von hinten vom Spot die Mitte vielleicht. Also konnte leider keinen. Aber wieder ist es nur einer, der alleine steht, anstatt da was über Kreuzfeuer zu machen oder so. Oder halt alle komplett defensiv. Es ist wieder so halbgar. Jeder macht irgendwie was eigenes. Die sich jetzt noch defensiv. Ja. Jetzt wollte die sich halt irgendwie helfen oder so und das kommt da raus und stirbt dann. Trotzdem wieder eine KP-Eco, allein bei Gillian, mit der da mit einem HP überlebt. Hätte gut und gerne auch andersrum ausgehen können. So, jetzt die alles entscheidende Runde. Overtime oder Sieg für Faculty. Hoffe natürlich auf Zweiteres. Probiert es nochmal mit Abe. Gute Fläche gegen Mitte. Man, das mit keine Chance. Ah, boah. Ich dachte, der GoTV ist down. Alter, was ein Lag. Scheint auf jeden Fall wieder Richtung groß zu gehen, so wie Aces da aufgestellt ist. Alle falsche Mitte, beziehungsweise Mitte. Wobei, Bombe schiebt Fuchsbau. Vielleicht ein Afik Bigo. Schwierig. So, Hess ist aber... Mann, das stört. Achso, man muss da jetzt Hess übernehmen. Zusammen mit Simon. Boah, was ist das für eine Fläche? Das ist ja krass. Boah, aber erstmal mit Glück. Gillian schaut halt ins falsche Eck. Das könnte vielleicht die Runde kosten. Retten. Boah, sie gehen echt B. Boah, der ist wieder. Schön. Und jetzt Kirby. Posi. Boah, schöner Headshot. Aber warum er nicht gegen? Vielleicht frage ich mich auch. Die sterben so oft mit Equipment. Mal ehrlich. So, jetzt haben wir die Überzahl. Die müssen sie holen. Die müssen sie holen. Die haben Nades. Die haben alles. So, schön. Die Nade gegen Y. Und... Ah, die sitzt super. Jetzt Dizzy noch eine Nade ins Spawn-Eck. Die sitzt auch. Sehr schöne HEs. Jetzt am Ende jetzt einfach nur noch reinholzen. Einfach nur den Schaden machen. Und man hat beide Kids. Und da ist es GG. 16-14. Da kommt auch das Well Played. Aces haben halt wirklich gut aufgespielt, kann man nichts anderes sagen. Sie sind ein sehr, sehr scheiß inkonstantes Team. Mann, was ein schweres Wort. Haben teilweise gegen Nip sogar einen Draw schon mal online geholt. Also sind kein schlechtes Team, sind halt nur sehr unkonstant. Heute hatten sie aber wieder einen guten Tag. Gegen Maus gewonnen, gegen Faculty hat es da nicht ganz gereicht. Trotzdem zwei schöne Spiele heute gesehen.